Und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich heiße Krisha und heute zocken wir Enshrouded. Wir kennen das ja Spiel von der Demo vom letzten Jahr. Und das Spiel ist jetzt offiziell in der Early Access draußen bei Steam. Deswegen gucken wir uns das Spiel einfach nochmal an. Ich weiß, dass ich damals sehr große Performance-Probleme hatte. Aber mein PC reicht gerade mal so für die Mindestvoraussetzung. Also nicht wundern, wir spielen heute mal ausnahmsweise mal in 30 FPS anstatt auf 60. Beziehungsweise ich nehme das auch nur mit 30 FPS auf, weil anders macht es keinen Sinn. Was mich jetzt nur wundert, warum ich schon irgendwelche Gegenstände habe. Na gut, egal. Müssen wir gleich mal sehen, ob wir das nicht noch ein bisschen weiter runterschrauben müssen, tatsächlich. Weil. Hier müssen wir auf jeden Fall runterschrauben. Nee. Hier müssen wir noch runterschrauben, vielleicht. Und vielleicht noch die Field of View weniger machen. Ne, das bringt irgendwie nicht so viel. So. Ich habe mir schon Charakter gemacht gehabt auf einem Online-Server. Also halt von irgendjemandem, der halt einen Server erstellt hatte. Aber komischerweise hatte den entweder geschlossen oder hatte keine Lust mehr. Deswegen wurde ich da einfach gekickt. Und jetzt habe ich mir einfach ein privates Spiel erstellt, damit wir hier nicht nochmal diese Probleme haben werden. Was ich halt komisch finde, ist, dass ich trotzdem irgendwie noch Gegenstände habe. Also habe ich die Gegenstände vom dem Online-Play jetzt mit? Dürfte ich eigentlich nicht haben, weil da habe ich dieses Schwert gar nicht gehabt. Also dieses Rusty Sword habe ich gar nicht gehabt. Deswegen finde ich das ein bisschen komisch. Achso, hier können wir dann später mit einer Schaufel einfach hier durch. Oder wir werfen jetzt diese komischen Kugeln. Hier sowas wie das hier. Bam. Okay, das geht auch. Sehr gut. Oh, nice. Haben wir eine schöne Axt bekommen. Können wir die auch mal gleich hier. Ich weiß nicht, warum wir hier so wieder hier drin haben sollen. Was hat das? 11 Schaden? Auch 11 Schaden. Der hatte nicht wirklich anderen Schaden, aber ist egal. Das brauchen wir theoretisch auch erstmal nicht. Und die Fackel läuft ja gleich aus. Hier noch was? Aha. Okay, das interessiert uns jetzt recht wenig. Haben wir jetzt alles aufgesammelt? Ja, ich glaube schon. Achso, ja stimmt, Leitern hat er automatisch benutzt. Habe ich schon ganz vergessen. Was wir machen. Ich muss auch sagen, irgendwie die Bildung können wir ruhig mal hochdrehen. Weil das hat FPS-technisch mir nicht so viel gebracht, wenn ich das runtergedreht habe. Aber da hier irgendwas? Ne, hier ist auch nicht. Also ich kann mich an das Spiel kaum erinnern. Ich weiß, dass wir ein bisschen gebaut haben. Aber minimal. Wir haben so ein Haus gebaut. Wir haben ja das, glaube ich, zu dritt gespielt. Ja, genau. Mit Steuerung weicht man aus. Und mit Tab markiert man die Gegner. So. Mal, hatte der nicht irgendwas gedroppt? Naja, genau. Ja, sehr gut. Also weg mit dir. So.
So, in dem Nebel sind wir sozusagen, ja, wie das Spiel schon heißt, man ist enshrouded. Man kann da also sozusagen nur eine bestimmte Zeit drinnen bleiben und muss dann rauslaufen, sonst stirbt man. Soweit ich noch weiß. Aber das stand ja vorher noch bei dem Tutorial da. Das sollte schon hinhauen. So. Das Ding war ja, dieser Return Beacon war ja wie so ein Bonfire. Das heißt, wenn man stirbt, landet man dann dort. So. Wir gucken mal. Aha, okay. Hier schönes. Was ich irgendwie komisch finde, also ich habe jetzt stabile 30 FPS, aber es fühlt sich irgendwie so an, als ob ich Microstutter habe. Aber gut. Das liegt auf jeden Fall definitiv an meinem System, sagen wir es mal so. So, da looten wir das. Looten wir noch ein bisschen Holz. Können wir das alles kaputt machen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ah ja, wir können fast alles kaputt machen. Was ist das hier? Junge, was bist denn du, Alter? Ey, Alter, entspann dich mal, Kollege. Erinnert ein bisschen an die Ratten von Dark Souls 1. Dachte ich mir, ich werde hier gleich poisoned oder sowas. So. Immer schön Kisten kaputt machen. Was bist du denn bitte? Oh mein Gott, wieder eine Ratte. Was ich irgendwie komisch finde, ist, wenn man, sobald man Gegner anvisiert, dass sich die Kamera ändert. Also ich finde, es ist komplett unnötig. Es ist mir auch bei, oh Gott, welches Survival-Spiel habe ich denn noch gespielt? Das machen halt viele, aber ich verstehe nicht warum. Also ich, wenn ich meine Kamera ändern will, dann kann ich das halt mit meiner Maus machen. Ich verstehe, dass das unlockt, also beziehungsweise lockt auf Englisch halt. Aber ich verstehe nicht ganz, warum die Kamera halt so nach unten gehen muss dabei. Ah, siehst du, da haben wir eine Kiste gefunden. Oh, sehr schöne Health Potion. Und es ist irgendwie, muss ich sagen, sehr, sehr nervig, dass alles, was ich aufhebe, direkt in der Leiste landet. Also in der Schnellleiste landet. Das ist komplett nutzlos. Und stört einfach nur megamäßig. So, was haben wir hier noch? Oh, wir können hier noch runterspringen. Kann ich das aufmachen? Ja. Achso, und hier ist schon dieser Nebel. Ach so, okay, wir brauchen einen Lockpick. Okay, das heißt, wir brauchen Dietrich. Und hier. Ja, wir können ja trotzdem schon mal das looten, was hier in der Nähe ist. Beziehungsweise das, was wir looten können, looten wir. Und für das andere können wir ja immer runterkommen. Ah, hier ist wieder ein Buch. Kriegen wir auch ein bisschen Erfahrung. Okay, und dann laufen wir auch raus. So, hier draußen ist immer noch der Nebel. Ich dachte nur da unten. Mhm. So. Was mussten wir jetzt? Ah ja, hier. Genau, jetzt müssen wir sozusagen unsere erste Base bauen. Machen. Was haben wir hier? Bild. Red Mushroom. Werden wir, denke ich, mal später eh brauchen. Das. Achso, das ist hier nur eingezäunt. Wir waren ja hier schon sozusagen. Na, da werden wir, denke ich, mal später reingehen. So.
laufen wir mal hin. Name is spot for your base. Ja, das fand ich jetzt komisch. Achso, ich kann ja theoretisch die Base jetzt. Aber die Quest steht da, dass ich da irgendwie noch 1000 Meter oder so, also einen Kilometer laufen muss. Aber hier ist ja nichts mehr. Was ich auch komisch finde, also. Ich verstehe. Oh mein Gott. Ich verstehe vollkommen, dass mein Rechner wach ist, beziehungsweise nicht für neue Spiele, die in diesem Jahr rauskommen, geeignet ist, aber wenn ich so normal 30 FPS habe, warum kriege ich Frame-Abbrüche, wenn ich die Karte öffne? Also, das macht keinen Sinn, meiner Meinung nach. Also, die Karte sollte nicht... Wie kann man das sein? Ich wette, das ist so programmiert, als ob die Karte sozusagen einfach die Welt, dass du die Welt von oben anguckst. Das heißt, als ob dein Charakter halt wie ein Drache zum Beispiel hochfliegt und du die Welt von oben anguckst. Und dann, ja, natürlich wirst du dann mit einem schlechten PC Frame-Abbrüche haben, weil du halt sozusagen ein großes Feld bzw. eine große Ansicht von der Welt hast, anstatt halt nur die 30, 40, 50 Meter, die du jetzt hast zum Beispiel vor mir. Das heißt, da werden halt jetzt nur diese 50 Meter gerendert. Aber wenn ich die Karte öffne und sozusagen rauszoome, dann werden halt hunderte von Metern gerendert. Das ist der einzige Grund, was ich mir vorstellen kann, warum es diese Performance-Probleme bei der Kartenöffnung gibt. Aber das ist halt nicht sinnvoll, sagen wir es mal so. Eine Karte ist das, was du halt einfach aufmachen solltest und nicht über der Welt rüberfliegen solltest. Aber das ist nur eine Vermutung. Weil es ist sehr, sehr komisch, dass ich Performance-Abbrüche habe, sobald ich die Karte öffne. So. Achso, jetzt haben wir hier wieder so ein Vieh. Boah, was, Alter? Warum hat der so viel Leben? Okay. Ich würde sagen, machen wir das auf dem Hügel? Nee, wir machen das irgendwo hier hin. Das sieht eigentlich ganz cool aus hier. So, okay. Und was müssen wir denn jetzt genau machen? Build a Flame Altar, genau. So, wie war das? Wie ging das jetzt nochmal? So, Crafting, Flame Altar, hier. Leertaste. So, jetzt habe ich es gecraftet. Ah, stimmt. Und jetzt landet das in meinem Inventar sozusagen. Okay, gut, dann packen wir das einfach irgendwo hin. Aha, okay. Das heißt, wir können dann später die mit einer Shroud Core können wir den Altar erweitern. Das heißt, ich nehme mal eine größere. Okay, eine Flamme. Das werden wir eh auch später brauchen. Das Set Skill Tree können wir hier auch noch machen. Okay, gut. So, was denn jetzt? Das sind diese Obelisken. Das ist eh irgendwann später. Also nicht sehr viel später, aber. Beta auf jeden Fall. Sagen wir es mal so. Jetzt haben wir was? Travel through the Shroud. Was? Blacksmith Location. Find a Sleeping Survivor. Ne, wie heißt die Quest? Ah ja, doch, genau. Find a Sleeping Survivor. Okay, ich dachte, ich muss jetzt hier noch weiter was ausbauen oder so, aber anscheinend nicht. Sheltered Sitting Sleeping. Wir können mal kurz trotzdem mal ins Baumenü gucken und einfach mal gucken, was wir jetzt noch alles haben. Ah, genau, mit Tab können wir ja das Bildmenü öffnen. Stein haben wir eigentlich genug. Wir machen uns trotzdem schon mal die ganzen Dinger. Hier String brauche ich noch eins. Machen wir uns ein Campfire. Mit Dagen haben wir sowieso ein paar. Was haben wir hier noch? Wicks brauche ich, also okay, das brauchen wir auch. Ah ja, hier ein Lockpick können wir auch uns schon mal machen. Dann können wir uns schon mal ein, was hat das? 11 Schaden. Ja, dann machen wir uns mal ein Schild.
Dann machen wir uns vielleicht für später das hier so ein Wand. Wand. So. Okay. Und hier brauchen wir entweder Fiber. Select the shape you want. Ja, schon klar. Select the material you want to build with. Steuerung und Maustaste. So, was haben wir? Open the submenu. Achso, für andere Kategorien. Ja, also in Enshrouded, soweit ich weiß, kann man sehr, sehr viel krasses Zeug bauen. Sehr viel verschiedene Sachen bauen. Man kann auch sich sozusagen wie eine Höhle bauen. Also da gibt es wirklich sehr viele verschiedene Sachen, die man zusammenkleistern kann. Mal gucken, was wir dann alles hinkriegen. So, was ist das? Achso, das ist das Ding. So, das können wir uns ja... Das können wir uns ja schon mal anziehen. Das brauchen wir nicht. Naja, wir können... Das hier schon mal diese ganzen... Obwohl, nee, ein Schwert behalten wir, weil... Wir werden vielleicht... Wenn es dann kaputt geht, ist das natürlich auch scheiße. Weil der Inventar ist ziemlich klein, muss ich sagen. Achso, wir haben ja schon Skills. So. Was haben wir hier? Ah, okay. Also man muss die Stunbar erst füllen. Beastmaster, Ranger, Assassin. Ne, wir spielen... Assassin hört sich eigentlich immer... Quatsch, nicht Assassin, sondern Ranger hört sich eigentlich immer gut an. Oder Survivor. Increase Endurance. Was haben wir hier? Increase Endurance. Naja, nehmen wir das mal. Das extra mehr Schaden machen an. So, dann können wir schon mal blocken. Das passt. Und dann gehen wir. Wir gehen nochmal kurz zu Longkeep zurück. Würde ich sagen. So. Hier sind wir noch nicht reingegangen. Warte mal, wir nutzen mal eine Bandage. Nee, ja, Quatsch. So, hier. Dann heilen wir uns mal kurz hoch. Dann gehen wir hier mal rein. Hier waren wir noch nicht, ne? Ja gut, weil diesen String, also diesen Faden werden wir eh brauchen. Ja gut. Hier, perfekt. Die ganzen Finger kaputt. Hier ist auch Fiber, was wir sowieso auch brauchen werden. Machen wir mal den ganzen Spaß. Gehen wir hier raus oder gehen wir in den anderen Borg rein, weil... So, okay, wir können auch mit... Ah, okay. Aber wie lange müssen wir denn resten, um... Place food in the action bar, select it and press LMB to cook. Okay, alles klar. Das ist natürlich auch sehr cool, das mag ich hier auf jeden Fall, dass man mit Campfires, also dass man sozusagen mit Campfires interagieren kann, die nicht in deiner Base sind. Weil das mag ich bei vielen Survival-Spielen halt nicht. Welches haben wir da gespielt? Das war... Oh Gott, wie hieß das denn nochmal? Ach, Small Lands, ja. Das ist ein sehr, sehr cooles Survival-Spiel, habe ich wirklich gemocht. Wir haben doch wie viel, 40 Stunden oder so reingesteckt. Haben das nicht komplett zu Ende gespielt, aber wieder Early Access auf jeden Fall ein bisschen gespielt mit Freunden. Und da war das halt so, immer wenn du halt in irgendeiner Base von einem NPC warst, ja, du hast ja die Quests angenommen und alles, aber du konntest nie mit den Sachen, also du konntest nicht mit dem Ofen, mit dem
Mit dem Feuer, also mit den ganzen Sachen, die der NPC, beziehungsweise du selbst auch in deiner Basis hast, konntest du halt beim NPC nicht interagieren. Und das ist so ein Schwachsinn eigentlich, weil du willst halt nicht die ganze Zeit in zur Base zurück, nur um mit Sachen zu interagieren, die eigentlich genau vor dir sind. Da muss man wirklich ein bisschen, ja, weiterdenken, sagen wir es mal so. So, warte mal, hier waren wir auch noch nicht. Was ist das? Achso, er wieder. Okay, Materialien. Genau, wir müssen hier runter. So, und hier war nämlich diese Kiste. Wir die auch aufmachen. Ah ja. Okay. Sehr schön. Da haben wir das jetzt. Dann machen wir hier noch ein bisschen gucken, ob wir hier noch irgendwas vergessen haben zum Booten. Sieht aber nicht so aus. Haben wir schon aufgemacht, das Buch. Magic Damage Bonus? Was? Habe ich irgendeinen Pilz gelassen oder was? So. Oh, okay. Honig oder was? Ah ne, Bugs. Ah ja, und Honig. Okay, nice. War das nicht so, dass nachts irgendwie so ähnlich wie bei Minecraft oder so irgendwelche Viecher kommen konnten? Deswegen muss man nachts halt ein bisschen mehr aufpassen. Ich weiß es nicht mehr. So, müssen wir hier das mal wechseln. Was ist das? Achso, okay. Ja, einfach ein Tier, was wir noch haben. Mal das hier noch looten. So, was sagt denn das Journal überhaupt? Ach genau, ich musste Travel for the Shroud machen. Na gut, aber wollen wir uns. Kann ich mir nicht erstmal ein bisschen was von der Base bauen oder so? Hier eine Workbench. Oh, was ist das? Hier rumläuft. So. Okay. Gucken wir jetzt nochmal bei Crafting. Was haben wir gebaut? Was ist denn das, was hier rumläuft? Ich höre das die ganze Zeit, aber jedes Mal, wenn ich das Journal zumache, ist das Ding weg. Was auch immer das ist. So, wir brauchen noch Twigs. Also wir brauchen kleine. Genau, Bogen würde ich mir gerne noch machen und. Egal, okay. Genau, also Axt und Pickaxt. So würde ich mir noch gerne machen, aber dazu brauche ich kleine. Was ist das? Oh, Firefly, okay, cool. Genau, so, hier, das brauche ich. Ah, die kann man natürlich auch noch nachts sammeln. Das ist natürlich cool. Da kann man dann Lampen daraus herstellen. Kann ich eigentlich damit auch schon abholzen? Ja, aber nicht so effektiv anscheinend. So, und dann können wir jetzt nämlich die Axt einmal machen und für die Pickaxe müssen wir noch ein bisschen was sammeln. Dann machen wir das mal. Hier noch. So, das müsste jetzt ausreichen. Bam, haben wir auch. Sehr gut. Ah, das ist der Hase, der die ganze Zeit da rumgelaufen ist. So, okay. Haben wir auch Pfeile schon. Packen wir das hier noch rein, würde ich sagen. Und das hier.
Ja, das Campfire direkt können wir ja nochmal machen. Ich weiß aber nicht, wie das mit diesem Ding war. Können wir das auch außerhalb der Base bauen? Werden wir dann sehen. Sagen wir, machen das wie so ein, ja, nicht ein Eingang. Machen wir mal so hier. Kann man sich ja schon mal hinpflanzen. Achso, man kann sich ja das Tutorial noch anzeigen lassen. So. So, je länger man am Feuer sitzt, desto länger ist man rested. Also ich bin jetzt für 2 Minuten 30 sozusagen. Oh, hoppala. Wollte ich nicht machen. Wenn ich mich hinsetze, dann geht die Zeit halt sehr schnell hoch. Das sieht man ja links oben. Jetzt bin ich 4 Minuten rested, für 5 Minuten. Also immer, wenn man AFK geht, sollte man sich am besten ans Feuer setzen. Und damit man halt länger rested ist. Also ausgeruht letztendlich. So. Wir können jetzt zum Beispiel schon mal probieren, hier die Hähnchen. Oder was war denn das? Oh. Das Maximum Health Increased? Okay. Na gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Wir wollten uns ja ein paar Sachen machen, ne? Bei Crafting wollten wir uns noch was herstellen, ne? Wir wollten uns... Ah, da brauchen wir String. Warte mal. Können wir uns String... Ja, genau. String können wir uns hier herstellen. Und dann machen wir uns einmal das. Ah, wir brauchen noch andere Gegenstände. Okay. Mhm. So, okay. Dann nehmen wir mal zum Beispiel... Ich will mal gucken, ob das jetzt hier... Ah, genau. Wir können ja auch, wie gesagt, in die Tiefe graben. Eine Axt. Hier können wir ja, denke ich mal, die Bäume abhaken. So abholzen, besser gesagt. Aha. Okay. So, dann nehmen wir hier diesen komischen Construction Hammer. Und wie bauen, wie machen wir uns jetzt zum Beispiel eine Wand? Wir müssen uns erstmal... Ah ja, hier Terrain. Ach so. Da sind Rampen, eine Bock. Roofs, 4 Meter, 2 Meter, 1 Meter. Also wir müssen jetzt immer das hier erst bauen, oder was? Wenn ich das richtig verstehe. Dann nehmen wir mal 4. Nee, stopp, hier 5. Aha. Sagen einfach. Ja, so. Wir können ja komplett auch den Boden komplett anders machen. Ach. Ach so. Wo was? Aha, toll, jetzt habe ich ein Loch gemacht. Wollte ich das eigentlich nicht. Bild, was du hier alles machen kannst. Der Terraform vom Feinsten kannst du machen. Single Wall Block geht da. Ah, hier Foundation. Hier, das ist Fundament. Das Fundament brauche ich was? Ist gerade selber nicht. Missing Materials Craft Blocks at the Workbench. Ach so. Okay. Also wir müssen erstmal hier rein. Storage wäre natürlich auch sehr wichtig. Grappling Hook werden wir dann später brauchen. Gleiter ist natürlich auch cool. Ah, okay. Also wir müssen uns erstmal Steinblöcke machen. Hier machen wir uns zum Beispiel
Wie viel Umschalt leer? 10 Stück. Oh, haben uns jetzt 1000 gemacht? Ach so, naja, klar haben wir uns 1000 gemacht, weil da sind ja 100 Stück. Und er hat das jetzt mal 10 genommen. Okay. So, und jetzt können wir wieder Tab drücken. Jetzt können wir das Fundament einfach hier reinhauen. Aha. Ah. So war. Sehr viel braucht man davon. Okay. Ja gut, dann machen wir uns halt noch mehr. Umschalt leer. Ja, da müssen wir sehr viel abholzen auf jeden Fall. Ah, warte mal, und wie kann ich jetzt... Wie kann ich jetzt diese Workbench... Ne, wir gehen hier mal raus. Ich habe die ja schon hin platziert. Aber wie kann ich die jetzt umplatzieren, ist die Frage. Ah, hier. Und das da. Pick. Pick up. Okay. Das heißt, wir müssen das einfach wieder hochnehmen. So, hier. Nee, nicht das kleine Fundament. Wir brauchen... Welches war denn das überhaupt? Ah, nee, warte mal. Hier gab's... wie war das mit dem Formen nochmal? Ah ja, hier. 4 Meter, genau. Da noch ein Fundament drunter. Sieht aber auch komisch aus, ne? Das Ding am besten aufs Fundament bauen. So. Dann müssten wir das Feuer... Müssen wir das auch irgendwie weghauen? Nee. Das sieht natürlich auch doof aus. Deaktivieren. Genau. Wir deaktivieren das. Hä? So, und jetzt? Jetzt praktisch noch einmal Needs Flame Attorney, weil... Ja, ja, das verstehe ich schon. Wie kann ich das denn aufheben jetzt? Weil das andere konnte ich ja einfach aufheben, indem ich... daneben stand und einfach E gedrückt habe. Hm. Okay. Wie hebe ich das jetzt hier auf? Egal. Ah, okay, jetzt. So, und jetzt müssen wir uns das Altar nochmal machen. Wo war das jetzt? So, weil jetzt brauchen wir mehr Steine. So. Machen wir das auch mal. Nee, warte mal, wir haben es ja nicht kaputt gemacht. Wir müssten es ja eigentlich noch in der Tasche haben, oder? Das Altar? Oder ist das jetzt komplett weg? Können wir sowieso mal anziehen. Nee, das Altar nicht mehr da. Wir müssen uns das nochmal machen. Dann machen wir uns das jetzt einfach. Und packen uns das jetzt. Ah ja, hier ist das. So, 6. Packen wir uns das hier in den Raum. So, und die Workbench packen wir, wie gesagt, einfach daneben. Ich würde aber gerne halt das Feuer wegmachen. Ich weiß aber nicht, wie. Vielleicht, indem wir das hier machen? Nee. Das funktioniert nicht.
an die Guild. Oh, Scheiße. Das wollte ich jetzt nicht. Egal, machen wir uns mal Wände. Wie gehen Wände? Wir gehen Wände. Hier, das hier, ne? Hier gibt es Foundation. Roofside, Roofside. Terrain. Single Wall Block. Genau. Das heißt, Wände macht man mit diesen komischen Blöcken oder was? Nicht irgendwie so durchziehen oder okay. Das ist ja übelst unbequem. Finde ich das okay, na hier mit Rechtsklick mache ich das ja weg. Hier machen? Ich kann doch nicht sein, oder? Das ist Fundament. Das ist Terrain. Single Wall Block steht da. Eigentlich müsste das ja das hier sein. Ja, genau. Das macht schon mehr Sinn. Hier Wand. Fundament. Window Frame. Door Frame. Also je nachdem wie, wohin ich gucke. Machen wir jetzt hier eins hin und hier eins hin. Okay, ne, das macht keinen Sinn. So, hier. Wie sieht das eigentlich von draußen aus, da ich ja diese Klingelteil genommen habe? Okay. Was haben wir hier noch? Und das ist der Treppen. Wo haben wir? Ah ja, Doorframe, das ist hier. Okay, wir müssen jetzt so mehr abholzen, ne? So, dann machen wir das mal. Beziehungsweise, wir holzen noch ein bisschen ab und dann reicht das auch. Wir sind nicht so weit gekommen, aber so ist das bei mir. Ich brauche mal eine halbe Stunde, um rauszufinden, wie man was macht in den ganzen Survival Games. So. Ich würde sagen, wir bauen uns das Häuschen noch zu Ende. Und dann reicht das das erste Mal Enshrouded. Oder? Also gesagt, das zweite Mal, aber das erste Mal in der Early Access. So. Ah ja, stopp, wir müssen erstmal. Wir müssen uns erstmal aus das Smooth Road Block. Aha. Fireplace. Oh, das ist natürlich auch cool. Wooden Double Door. Ah, wir können uns auch hier schönere Fenster machen, sagen wir es mal so. Hier müssen wir uns auch eine normale Tür machen. Sehe ich gerade. Hier machen wir es mal.
viele wie möglich von den Blöcken. Dann können wir uns auch hier schon eine Tür einsetzen. Das richtig, wenn das richtig ist. Ah ja, passt. So. 7 und dann machen wir das Ding hier weg. Oh Scheiße, was habe ich denn jetzt kaputt gemacht? Nee, das war jetzt nicht ganz richtig. Ich will das hier kaputt machen. Ah ja, okay. Das hat nicht so ganz funktioniert, wie ich wollte. Und die Tür steht, glaube ich, auch falsch. Okay, passt. So. Dann ist das hier kaputt. Dann wir hier die Mauer hin. So. Und dann machen wir uns jetzt das Tür hier rein, ne? Wo ich die Tür, glaube ich, eher irgendwo anders hin mache. Uns die mal hier hin. Das passt. So. Packen wir uns hier noch ein paar Fenster rein. Nö. Ja, das machen wir direkt an der Tür. Irgendwie geht das nicht so richtig. Bis. Ah ja, genau das wollte ich machen. So, ich habe die Tür, glaube ich, falsch platziert. Müssen wir gleich mal gucken. Ja, ich glaube, die Tür ist falsch platziert. Ja. Hin. Hier kommt wieder ein Fenster hin. Wieder ein Fenster hin, ne? Hatte ich das ja auf der anderen Seite. Nein, das nicht. Fenster hier auch noch mal hin. Ich hab's Problem, wenn ich das hier nicht ausmache. Das cannot build hier. Wieso kann ich. Oh nein, oder? Ist es wieder wegen diesem scheiß Altar? Egal, dann machen wir uns halt das Haus ein bisschen größer danach. Ja. Ich muss das Altar wieder verschieben. So. Okay. Dann können wir uns schon mal die Tür reinpacken. Wo ist die Tür denn? 6. Oh mein Gott, stimmt. Wir müssen erst warten, bis hier die Flamme erloschen ist. Dann müssen wir uns das Ding wieder hinbauen. Na komm. Die Holzstrukturen vom Haus sehen aber echt geil aus, muss ich sagen. Nicht so symmetrisch, was ich hier gemacht habe. Erst gerade. So. Kannst du das Ding wieder bauen? Da ist es. So, hier mit 8. Das werde ich hier hinbauen.
machen das mal weg, machen hier noch ein Fenster hin und machen... ...hier Fenster hin. Ja, das auf der anderen Seite irgendwie missglückt. Was ist hier passiert? Hm? Nicht wegmachen? Ah, jetzt kann ich es wegmachen. So. Dann machen wir uns die Tür irgendwo hier hin. So, hier, das ist dieser Türrahmen. Müssen wir uns, glaube hier reinmachen, ne? So, hier müssen wir so hier machen oder nicht? Oder ist steht jetzt falsch? Irgendwie falsch aus. Ja, die sieht irgendwie, das sieht wirklich falsch aus. So. Oh mein Gott! Genau das wollte ich machen. Genau das war mein Plan. Sieht schon wieder falsch aus. So muss die, glaube ich, hin, ne? Sehr gut. Ich wollte da nämlich ein Loch haben. Perfekt. Oh, ist das bescheuert. Ich habe aus Versehen die scheiß Bombe geschmissen. Oh mein Gott. So. Dann machen wir uns jetzt nochmal. Fundament. Hä? Sieht irgendwie komisch aus. Ja, wir machen das mal weg. Oh mein Gott. Ein bisschen zu viel weggemacht. Aha. Okay, jetzt sieht es normal aus. Glaube ich. Nee, warte. Muss ja hier hin, glaube ich. Und das muss hier hin. Genau. Ja, jetzt sieht es normal aus. Jesus. Okay, so, dann machen wir uns noch ein, zwei Wände. Oh, wo bist du? Hier. Okay, und wie machen wir uns? Machen wir uns ein Dach? So, hier irgendwo, ne? Haben wir nicht genug Materialien? Ach so, na gut. Müssen wir das Dach beim nächsten Mal machen, weil da brauchen wir jetzt mehr Holz. Aber das Gute ist, ich weiß jetzt, wie man das Feuer wegmacht. Also die Feuerstelle wegmacht, indem man einfach eine Granate schmeißt in sein eigenes Haus. Oh mein Gott, das ist dämlich. Muss ich mal aus dem Inventar nehmen, nicht, dass mir das nochmal passiert. Aber gut, nicht mehr heute. So, das war das erste Mal in der Early Access Enshrouded. Und ich würde sagen, bis zum baldigen Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Denn das Spiel macht auf jeden Fall Bock. Ich bin schon gespannt, was man hier alles entdecken kann und bauen kann vor allem. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken und reingehauen.